Natürliche Zahlen zu addieren und zu multiplizieren ist sehr einfach. Wie macht man das bei rationalen Zahlen, bei Brüchen? Ein Bruch besteht aus einem Zähler und einem Nenner, einem Dividend, einem Divisor. Der Bruch wird dann auch als Quotient bezeichnet. Und wenn der Zähler eine 1 ist, haben wir die sogenannten Stammbrüche. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, allgemein 1 durch n. Wenn wir n mal 1 durch n nehmen, haben wir wieder ein Ganzes. 3 mal 1/3 gibt 1. Wir können jeden Bruch in eine Dezimalzahl umwandeln. 1/4 ist 1 durch 4, ist gleich 0,25. Wir können auch 3/5 in eine Dezimalzahl umwandeln. 3 durch 5. Wir können schriftlich dividieren. 0,6. Die Addition von Brüchen mit gleichem Nenner ist kein Problem. Wir addieren dann einfach die Zähler. 1/7 plus 2/7 sind 3/7. Generell a durch b plus c durch b ist a plus c durch b. Die Nenner können auch komplexere Ausdrücke darstellen. X durch x plus 1 plus 2x durch x plus 1 ist x plus 2x durch x plus 1 und x plus 2x ist 3x. Aufgrund des Assoziativgesetzes können wir den Zähler auch anders formulieren. 3 mal x durch x plus 1 oder 3x mal 1 durch x plus 1 oder x mal 3 durch x plus 1.